Hopfen, das wird auch so hochgegangen. Ja. Mein Ort Hopfen ist ja Dorden. Hopfen. Und wenn du das richtig mal haben willst, so Hopfen Golden. Aber bloß nicht ins Bier, das schmeckt nicht. Nee, nee, Bin nee, immer nee. noch da, Schabat. Ja, Oh, tun wir ja auch. Wir fahren jetzt da habe ich gesehen, ins was ihr meintet mit Schranke ist unten. Aber ich bin nicht Andernetz. vorgefahren. Ich habe. Ich bleibe noch stehen und warte auf Sascha. Wir machen ja nicht viel, Zuckel. Wir rollen ja mit einer gewissen Geschwindigkeit. Ah, ihr rollt schon vor. Ja, ein ganz bisschen. Okay. Wir sind unter 30. Sollte kein Problem sein für Sascha. Hier ist 45 Oh. erlaubt und gleich auf der Bahn ist ja sowieso schneller. Ja, und es ist ja Demnächst nur eine rechts kurze Strecke, abbiegen. Und eine Ampel ist ja auch noch. Ja, vor der Brücke. Ich weiß nicht, was mein Bruder sich für einen LKW gekauft hat. Club in Biege nach Western. rechts ab. Oh, Western Star. Oha. Ja. Der schlechtesten Bremsen. Die Bremsen sind eine Katastrophe. Ich bin den aber gerne gefahren. Außer wenn es nass wird. Ich wollte ihn eigentlich auch auf den Peterbilt schicken oder so, auf den Kenwood oder so. Aber ich habe ja keine richtigen Daten dafür da. Wie meinst du mit euren Daten? Na gut, der hat eh seinen Dickschädel, da kann er selber sich selten. Aber wenn er den jetzt mit den schlechtesten Bremsen hat, dann wundert es mich dann nicht, dass er irgendwo mal eine Leitplanken ballert. Ja, das wirst du wieder merken. Komme ich ja gar nicht raus. Gut, der fährt eh chaotisch, also noch schlimmer wie ich, geht gar nicht. Wie du schon sagtest, noch schlimmer wie du geht gar nicht. Nee. Noch schlimmer. Er fährt also noch schlimmer wie du. Lass den Plus vorfahren, sonst habt ihr mal LKWs gehabt. Wunderbar. Macht er Unfälle? Nee, aber der schiebt euch irgendwelche Autos auch zu. Wenn er Unfälle macht, darf er immer vor mir fahren. Ist gar kein Problem. Du hast doch nur wegen der Aufnahmen das. Hallo? Nein. Weniger Ich muss Aufnahmen, wir haben mehr links Aufnahmen dadurch. Nee, aber der. Das habe ich das letzte Mal gehabt bei denen. Der hat mich voll weggekickt. Du kannst losfahren, Zuckel. Ich komme jetzt gleich an die. Gerade gesehen. Hier ist ja noch eine zweite Ausfahrt gewesen. Schick mich hier rum raus jetzt. Wenn ich meine Schulden alles abgezahlt habe, werde ich den noch du erst mal vor, ich habe mich ganz schön fahren und dann. Hinunter. Wisst ihr, ich überlege schon über den nächsten LKW. Genau, kriegst du hier haufenweise selber, aber. Du erst mal vor, Sascha. Ja, Ich überlege schon den okay. nächsten LKW zu gucken. Mal sehen. Will ein bisschen bunt mischen mich. Wenn ich ein paar Angestellte habe, die sollen ja auch noch gute LKWs dann haben. Sollen ja Geld bringen. Ja, richtig, richtig. Es reichen am Anfang auch 12 Fahrer oder so, die reichen auch vollkommen. Ja. Ey, Natürlich Sascha, hast ist du mehr überhaupt umso schon mal in die schneller, ne? Kabine geguckt? In meine Kabine oder was? Neben mir? Nein, warum? Was hast du Soll reingetan? ich mal demnächst tun? Okay. Ja, du siehst ja immer nur so ein Teil der Kabine. Naja, Man kann ja. sitzt vorne eine Frontscheibe. Kannst du wirklich reingucken? Ah, okay, dann werde ich die sehen, ja. Ja, ich habe mir keine Schlüssel hingesetzt. Ich fahre mit. Mit was fahre ich denn hier eigentlich? Mit einer Katze? Eine Kühltruhe. Ja, der Kühltruhe, boy. Nee, das ist mein Ausfahrt Beifahrer. rechts nehmen. Den greifen wir kurz ins Gehirn. Ein Riesenkondom vielleicht? Nein. Nimm die Ausfahrt rechts. Vorne nur eine Windschutzscheibe sitzt das Ding. Ah, eine Katze. Nein, eine Katze gab's nicht. Ah, Patrick okay. Star Immer geradeaus. oder SpongeBob. Oder setzt ihr doch mal das Weder auf den Beifahrersitz. Das ist total sympathischer. Nee, das sieht. Nee, Oder hat dann das wisst ihr Pokémon ja auf genau, der. was ich hier drinnen treibe mit Lack und Leder. Nee, das geht nicht. Hey, aber wäre witzig, wenn du das Weder hast. Du hättest hier links abfahren müssen. Und dann macht er seinen Würgegriff so. Da geht ihn noch einer bei ab, ja, aufpassen. Navi-Sprache, ey, das wäre geil. Das hat mal einer gehabt, mit dem ich bis nach Leipzig gefahren bin. Der hatte Bruce Willis als Navi-Sprache. Ey, hippie Ach, schon er kann rechts Stefan abbiegen. haben, boah, krass, ey. Der hat da, der, wir waren dann auch am Ziel, weißt du? Ah, das war eine schöne Fahrt und alles so eine Scheiße. Ja, aber jetzt überleg mal, du hast dir so eine Domina-Stimme da besorgt. Ja. Und immer wenn du was falsch machst, kriegst du über das Lenkrad einen elektrischen Schlag. Du hättest rechts abbiegen sollen. Das, naja, so eine Stimme hat der auch noch da gehabt. Und nachher beißt er in sein Lenkrad noch, weil er nicht mehr kann. Ja, dann kommt dann so, bieg jetzt ab. So ungefähr. Ey, du kennst dich mit der Werbung an, wa? Ruf Ja, mich hey, du kleine an. Sau.
Ich habe gesagt links, warum fährst du rechts? Na, weil du links wolltest. Bist du auch ein Fahrer? Ich fahre immer nur links. Wenn die Alte rechts sagt, fahre ich links. Ja, musst du das nächste Mal mit deiner Frau machen, wenn ein LKW kommt. Nein, da kommt keiner. Guck nicht hin. Und dann kommt ein LKW. Ja, naja, ist ein Peter Crippen-Scheiß. Ja, die hat vorhin gefragt, ob ich jetzt unter die Maler gegangen bin oder ob ich jetzt mit dem Zeichenprogramm rummachen würde. Ey, das wäre noch geiler. Kauf dir doch noch hier für 500 Euro so ein Tab. Zeichentab, weißt du? Da zeichnest du uns hier eine Mona Lisa auf der Motorhaube. Ja, aber ich habe doch schon ein iPad. Das könnte ich damit wahrscheinlich. Und ich habe sogar den iPad-Stift. Also ich könnte das wahrscheinlich sogar zeichnen. Ein Apple. Ein ja, Apple anfressen gibt, kann ich alleine. Ja, aber es gibt ja Apple-Jünger und es gibt die anderen. Ja, ich mag lieber die suizidgefährdeten Sachen. Demnächst links ja, ja. Ja, also für die Kinder ist das schön, das hast du gut unter Kontrolle dann. Ja, dann nehme ich lieber Samsung. Biege nach links ab. Ich will es gar nicht. Na, irgendwie sind wir, irgendwann bin ich mal, ich weiß gar nicht, meine Schwester hatte so ein iPhone, irgendwie bin ich dann probeweise mal mit dem 4S eingestiegen. Dann ja. Hallo, Stau. Weil ich hab da richtig große Sprünge gemacht. Ich hatte ein 4S, ich hatte ein 5S und vom 5er bin ich dann auf 10er gewechselt. Also da kannst du jetzt nicht sagen, dass ich die verschissen habe dazwischen. Ah, Zucke fährt einen anderen Weg. Ja, weil die Strecke noch nicht. Da gab es noch eine Einfahrt, die habe ich leider nicht gesehen. Nein, was habt ihr denn hier gemacht? Manni versucht vorne umzulenken. Okay, ich sehe schon, ihr habt einen kleinen Stau gebaut. War bestimmt Angel. Okay. Nee, Manni hängt vorne fest. Entchen Manni steht hier vorne. Herkules. Mal da, der starke Mann steht auf der Motorhaube. Guck mal in die Frontscheibe rein. Weiß ich nicht, ob du das siehst. Frontscheibe, warte mal. Soll ich mal sagen, was ist? Die siehst du gar nicht. Du hast einen Geistertrakt. Normalerweise sitzt der Fahrer drin, aber du sitzt da auch nicht drin. Geil. Kannst du nicht reingucken? Ja, das wird von den anderen nicht angezeigt. Doch, bei Manni sehe ich zum Beispiel, da, dass er ein Dings Mannequin drin hat. Ja, so, ja. Manni, komm mal zurück. Ja, bei Manni sehe ich ihn. Angestrengter Gesichtsausdruck, wie er vorwärts fährt. Aber du siehst die Beifahrer nicht. So, jetzt guck mal. Schade, dass du das nicht siehst. Muss ich dir mal. Ja. Ja, du hättest anders anfahren müssen, Zocke. Ah, Manni rasiert gleich den Briefkasten hinten. Ah, jetzt hat er gezogen. Ja, er hat nicht ausgeholt. Er hätte rechts erst rechts lenken müssen. Ja, ja, ja. Und jetzt war er kurz im Stacheldrahtzaun, aber jetzt geht's. Jetzt fährt Manni. Oh, was für ein Teil von Maschine, ne? Ja, ne, das ist wie das Foto, was ich dir geschickt habe. Ich hab 4 Tage gekokst, hoffentlich habe ich keinen Scheiß gebaut. Kopf hat Manni, wenn du ganz hinten durchfährst, du siehst dann nicht, wo der Weg lang führt, aber fahr geradeaus, ne? Du wirst dann gleich das Ding sehen, zwischen zwei Büsche. Geht weiter. Die kenne ich doch schon am Lachen, die rasiert sich wohl nicht. du hast eine Gummiente gefunden, ja, das ist natürlich geil. Die Musterin! Ja, das war ein Must-Have, klar, aber ich kann dich versichern. Ah, okay, Elchin hat den Nachfolger. Hier endet es. Ich hab's ja gesehen. Ich habe nicht zu spät in meinen LKW zurückgekommen, hier ist immer noch Stau. Na, weil ich es auf gehalten habe. Ah, egal, vor mir fährt jetzt ein ECMA wieder, Supplies Company, und da ist der Amboss drauf. Das ist 1A YI Coyote Style. Das ist aber mal eine schöne Einfahrt hier. Ja. Oh, geiles altes Auto hier gerade. Kam so ein richtig schöner alter Pickup. Aber der war nicht schlecht, oder? Mit der Ente. Nee, der die war musste rein. Wo ich die gesehen habe, musste ich die mitnehmen einfach. Du kennst mich ja. Ja, richtig. Eine muss immer mit. Schön weit ausgeholt, das hat gepasst.
was? Zuckel hat. Ja, er muss drehen. Er muss im Endeffekt jetzt gleich vorbeifahren an uns. Und hey, irgendwie grad hinten drehen können. Ich war gerade irritiert, dass er einen blauen LKW hatte. So nicht. Nee, ist ja in Ordnung. Finde ich sogar gut. Ist ja nicht ganz das Blau, was ich mir eigentlich wünschte, aber. Ja, da musst du, kannst ja noch ein bisschen, an den Farben kann man ja noch experimentieren. Du hast ja alle Farben, die es. Wenn du den Farbencode hast, kannst du auch den Farbencode eintipseln, dann kriegst du die Farbe auch. Richtig. Weil es gibt von Audi so ein geiles Blau, was ich so schön, was ich leiden mag, aber. Ja, musst du den Farbcode dir den, musst du den Farbcode raussuchen, dann kannst du den da eintragen. Dann kriegst du den ganz genau hin. Hey, Kelly? Ja, Papa? Ist gerade eben die nachgefragt worden, warum du nicht auch mal mitfährst. Weil ich dann auf ETS hatte, keine Lust hab. So zu fahren, nicht Lust haben. Ist Lust das zu woanders mit deinem Kerl haben. Also ich persönlich hätte ich gerne dabei. Wo denn? Als Beifahrerin oder als Aufhänger? Boah, Patrick! Ich hab's verstanden. Also wenn ich bei Kelly mal ansattel, dann werde ich dir das nicht erzählen. Ich wollte ja auch gerade erst sagen, Kelly hat, traut sich auch nicht zu fahren. Doch, kann fahren. Also mein Hänger ist für das Gewicht ausgelegt, falls was sein sollte, Kelly, ne? Du könntest sogar noch eine Küche mit drauf bauen. Ja, ich will dich einmal bekochen, danach nicht. Aber du kennst Klo. Du, wenn du mich bekochst, dann werde ich nicht essen, weil ich ganz genau weiß, da ist Gift mit drin. Du brauchst auch nicht zu essen, ich führe es dir ein. Nee. Ja, du, dann ist das wie bei South Park, ne? Von unten rein, oben kommst du wieder aus Scheiße raus. What? Ja, die kann Blau, ich auch annehmen, das der ist schön. Der vom Arsch in den Mund rein. Und dann wird der na, Kreis auf. Und unser Entchen kotzt, Leute. Nee, so, Manni, so leicht empfindlich bin ich nicht, aber diese Geräusche dazu immer. Brr. Das ist mir schon schlecht, ey. Mann. Aber mich kann nicht erschrecken. Aber weil mein Patrick weiß, hab ich das gemeint, ne? Ja, ja, wegen ist gleicher Spaß. Scheiß ihn auf den Teller, der rollt der Kartoffeln neben bleiben so noch. Du musst auch keine Angst haben, ich mir den Schlauch vorher mit Vaseline ein, das rein. Wieso habe ich mich jetzt in eine Werkstatt teleportiert? Ach so. Also Sascha hat schon die nächste angenommen? Ja. Ich kann nicht so annehmen. Ich müsste mit Schnellreise dahin. Ja, musste ich auch. Hat mich nur ein bisschen verwundert, aber mehr nicht. Ja, dann ist das so. Vielleicht, weil sie keinen Hänger haben. Nee, das wird bei uns aktuell immer nachgefragt. Ne? Wollen sie dann dahin reisen und kannst du ein Ja und Nein drücken. Ach, ja, okay. Ich hab noch vergessen zu sagen, ich soll die Woche nochmal kommen, wenn ich Zeit hab, weil ich soll in die Kindergruppe dann ein. Ja, mach doch. Oh, Manni hat sich auch teleportiert. Ja. Wir haben alle das Problem. Kelly macht die Krabbelgruppe auf. Aber also, sonst nur so ist das schon, geht das noch. Er sagte mir, ich kann nicht annehmen, weil ich zu weit weg bin. Das ist ja lustig. Hätte ich vor einem Jahr nicht mehr gedacht. Mal wieder zur Arbeit weggehöre. Ich kann zusehen, wie ich hier aus der Einfahrt rauskomme. Weit ausholen. Ja, ich habe noch nicht mal den Briefkasten rasiert. Das hätte ich noch mindestens angetan, den. Aber ich weiß, du willst dir da noch mal blicken lassen. Der arme Heinz, da kriege ich meinen Ketchup nicht mehr. Nein. Nee, das geht nicht. Das ist Essen. Genau, beim Essen hört die Freundschaft auf. Aber voll im Sinn. Nur beim Essen? Ey, die haben kein hier drei Problem. Einfahrten bei ich der. Eine neue Route. Na, Patrick, der, Route das andere berechnen. Möchte ich jetzt nicht ganz wissen, weil das ist eine Nachtgeschichte. Oh. Also, solange du keine Knusperparty machst, ist alles gut. Alter. Was ist eine Knusperparty? Eine Knusperparty. Kannst ja gut. Mal nachher nachgoogeln, aber ich glaube, dann gehst du erst recht, Reihert. Ach nö. Ach nö. Mach mal so schnell nicht. Ab, Alter. Will das kann es auch erklären, wissen. Aber das will ich jetzt im Stream nicht machen. Nachher kotzen die Zuschauer. Ja, genau, danke. Solange wie es nicht eine Cookie-Dent-Party wird.